Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video erzähle ich euch, worauf ihr achten könnt beim Kauf einer Blockflöte. Mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu schönem und gutem Blockflötenspiel. Ja, worauf solltet ihr achten, wenn ihr euch eine Blockflöte kaufen wollt? Dazu habe ich ein paar Tipps für euch. Ich habe so 4 Haupttipps, sage ich mal, und am Schluss des Videos noch so ein paar kleine Tipps, die vielleicht auch relevant sind. Aber die 4 Haupttipps wären als erstes natürlich der Klang. Das ist klar, der Klang der Blockflöte steht im Vordergrund. Also wie hört sie sich an, wenn ihr spielt? Wenn ihr jetzt eine Blockflöte aussuchen geht, wäre es immer gut, wenn noch eine andere Person mithört. Jetzt mal davon ausgehend, dass ihr die Blockflöten testen könnt in einem Laden, in einem Geschäft oder beim Blockflötenbauer und somit also verschiedene Blockflöten zur Auswahl habt. Also das würde ich euch sowieso auch, das wäre vielleicht auch noch ein einzelner Tipp, dass ihr auf jeden Fall mehrere Blockflöten vergleichen könnt. Also ich sag mal wenigstens 3 Stück wäre natürlich super. Es wäre auch super, wenn ihr das nicht alleine macht, sondern immer noch eine Person dazu nehmt. Also im Idealfall vielleicht sogar eure Lehrerin oder euren Lehrern, eine Kollegin oder eine Freundin oder eine Verwandte, einen Verwandten oder eine Verwandte, weil einfach 4 Ohren besser hören als 2. Und weil man, wenn man selbst spielt, auch nicht so ganz frei ist immer. Man will die Blockflöte ausprobieren, man kennt sie nicht. Vielleicht klappen irgendwelche hohen Töne nicht beim Ausprobieren und ihr seid gestresst. Also es ist ganz gut, wenn jemand, wenn ihr spielt und jemand anders kann mal beurteilen, wie klingt das denn. Auch im Raum weiter weg natürlich klingt es wieder anders, als wenn ich selbst spiele. Und beim Klang ist natürlich auch die Frage, was möchtet ihr? Wie ist euer Geschmack? Und wofür möchtet ihr die Blockflöte einsetzen? Also wollt ihr zum Beispiel im Ensemble spielen, soll sich die Blockflöte klanglich gut mischen mit den anderen Blockflöten und vielleicht eher rund und warm im Klang sein? Oder möchtet ihr auftreten damit, beispielsweise in der Kirche spielen mit Orgel zusammen und braucht dann eine obertonreiche, brillant, laut klingende Blockflöte? Oder mit einem Orchester kann man ja auch mal spielen. In welchen Räumen spielt ihr also damit? Also diese mehr solistisch angehauchte Blockflöte, die ihr jetzt vielleicht braucht, wenn ihr mit einem Orchester spielt oder in der Kirche, die ist vielleicht nicht so geeignet, wenn ihr immer nur im Zimmer oder in einem kleinen Raum im Ensemble spielt oder für euch selbst. Ja, letztendlich ist es auch eine Frage des Geschmacks natürlich. Also da verlasst euch auch ein bisschen auf euer Empfinden. Wie wohl fühlt ihr euch mit dem Klang der Blockflöte? Der Klang hängt natürlich auch ab von der Holzart oder davon, ob sie aus Kunststoff ist. Ich bin grundsätzlich dafür, eine Blockflöte aus Holz zu spielen. Das ist einfach das originale Material und es ist natürlicher und es gibt ganz viele Vorteile. Aber wenn ihr beispielsweise für eine Altblockflöte nicht mehr als, sage ich mal, 100 Euro plus minus ausgeben könnt, dann kann es wirklich besser sein, eine Kunststoffblockflöte zu kaufen. Da gibt es nämlich auch ganz gute von verschiedenen Firmen. Das ist dann besser als eine schlechte Holzblockflöte. Der zweite Punkt wäre die Griffweise der Blockflöte. Ich bin jetzt mal davon ausgegangen für dieses Video, dass die meisten von euch barocke Blockflöten spielen und nicht so häufig die Renaissance-Modelle oder Frühbarock-Modelle, also wie zum Beispiel diese hier. Ja, die hat keine Doppellöcher und wird auch ganz anders gegriffen. Und jetzt mal davon ausgehend, dass ihr aber diese barocken, hochbarocken Blockflöten spielt, also die in dieser Art aussehen, da wäre es wichtig, dass die Doppellöcher haben unten. Absolutes Must.
Und dass sie die sogenannte barocke Griffweise haben, die eigentlich die einzig richtige ist und die originale, genauso wie von Barockoboe oder Traversflöte. Und die Blockflöte ist nun mal ein Instrument aus der Barockzeit. Es gibt auch leider immer noch diese sogenannte deutsche Griffweise, die einfach auf einem Irrtum beruht, den ein Deutscher mal begangen hat. Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht, über die Geschichte der Blockflöte und da ist das auch erklärt. Auf jeden Fall hat diese sogenannte deutsche Griffweise fast nur Nachteile und die Blockflöten, die in deutscher Griffweise sind, ich habe jetzt leider, ich besitze gar keine, die sind eben unsauber gestimmt. Und da komme ich gleich zum nächsten Punkt, nämlich die Stimmung der Blockflöte. Also natürlich solltet ihr eine Blockflöte haben, die jetzt von der Grundstimmung her nicht grottentief ist oder viel zu hoch. Also die sich, wenn ihr jetzt in moderner Stimmung spielt, irgendwo zwischen 440 und 442 Hertz bewegt. Und wenn ihr verschiedene Blockflöten vergleichen könnt, könnt ihr das ja auch feststellen, wenn dann eine plötzlich viel tiefer klingt zum Beispiel. Dann könntet ihr wirklich Probleme bekommen, nämlich wenn ihr zum Beispiel im Ensemble spielen wollt oder mit einem Klavier zusammen oder mit einer Orgel, dann seid ihr immer zu tief oder immer zu hoch, egal was ihr macht. Ganz, ganz wichtig ist dann aber noch, ob die Oktaven sauber gestimmt sind. Also tiefes C, hohes C, tiefes D, hohes D, dass die nicht zu eng oder zu weit sind. Und da müsst ihr dann auch beachten, wie die Spielweise der Blockflöte ist. Es ist normal, dass die überblasenen Töne, die mit dem geknickten Daumen, in der Regel leiser geblasen werden müssen und somit auch ein bisschen höher gestimmt sein dürfen vom Bau her der Blockflöte. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, das könnt ihr euch gerne ansehen. Ich verlinke euch das hier oben. Das ermöglicht euch eben, dass ihr die hohen Töne schön zart blasen könnt und nicht rausknallen müsst. Ich habe hier mal ein Beispiel für unsaubere Oktaven bei einer Sopranino-Blockflöte und saubere bei einer anderen Sopranino-Blockflöte. Und da ist tatsächlich die bessere, besser gestimmte und auch besser klingende Blockflöte aus Kunststoff von Yamaha. Also ich nehme an, dass ihr das jetzt im Vergleich hören konntet, dass die hölzerne Sopranino wirklich ziemlich schief klang. Und natürlich kann ein Profi da alles Mögliche ausgleichen, aber das will man einfach nicht. Man will einfach unbeschwert spielen können auf seiner Blockflöte. Deshalb Finger weg, wenn die Oktaven unsauber ist. Und was ganz hinderlich und nervig ist, wenn das hohe F schon von Anfang an zu tief ist. Dann müsst ihr nämlich immer bollern bei dem hohen F und das ist nicht schön. Das klingt einfach nicht schön. Deshalb würde ich, wenn das der Fall ist, wirklich auch die Blockflöte aus dem Grund nicht kaufen. Ja, dann eine ganz wichtige Sache ist natürlich die Ansprache der Blockflöte. Also bei den tiefen Tönen kann ich da mit entspannten Blasen, aber viel Luft einen schönen tiefen Ton rausbekommen. Oder ist das immer so ein Wabonk-Spiel? Und noch fast wichtiger ist natürlich die Ansprache der ganz hohen Töne. Also wenn ihr zum Beispiel auf der Altblockflöte ein hohes F spielen möchtet und das kommt schwerer raus als auf vergleichbaren anderen Blockflöten. Und was ihr auch probiert, ist es immer heikel, dann würde ich das nicht tun. Also es gibt Blockflöten, die sind einfach von ihrem Bau her anscheinend so diffus schon im Klang, dass man die ganz hohen Töne auch nicht richtig schön fokussiert rausbringen kann und das eigentlich nur mit Kraft tun könnte und mit lautem Ton. Und das will man natürlich nicht. Das andere Extrem ist, wenn eine Blockflöte so obertonreich und brillant konzipiert ist,
dass dadurch die Höhe der Blockflöte, die hohen Töne, quasi kippen. Die sind zu empfindlich und ihr müsst die dann immer blasen wie, also behandeln wie rohe Eier. Und das macht auch keinen Spaß, denn ihr wollt ja mal schnelle hohe Töne spielen, ihr wollt vielleicht auch mal ein bisschen lauteren hohen Ton spielen und dann ist das immer einfach gefährlich. Auch davon würde ich abraten. Ja, das waren meine vier Haupttipps sozusagen für den Kauf einer Blockflöte. Ich habe euch ja gesagt zu Anfang, dass ich noch so ein paar Nebentipps hätte. Es gibt zum Beispiel Blockflöten, bei denen die Anordnung der Grifflöcher irgendwie komisch ist. Also die sind irgendwie weiter auseinander an manchen Stellen und andere wieder enger zusammen. Wenn ihr das schon merkt beim Spielen, dass ihr nicht das Gewohnte greifen könnt, sage ich mal, dann müsst ihr auch aufpassen. Also wenn ihr da die Auswahl habt aus Modellen, wo die Finger einfach auf natürliche Weise ihre Löcher finden und es ist vielleicht eine dabei, die eigentlich sehr schön klingt, aber wo diese Grifflöcher komisch angeordnet sind, dann würde ich auch sagen, lasst es besser. Es kann auch sein, habe ich auch schon erlebt, dass das Daumenloch hinten ganz tief platziert war. Und das ist eine ganz üble Sache, weil dann geht eure ganze Daumentechnik eigentlich flöten. Also das ist auch noch was, es kommt nicht so oft vor, finde ich, wenn man sich ein bisschen an die guten Blockflötenfirmen hält oder natürlich Blockflötenbauer. Da habe ich das noch nicht erlebt, aber es gibt ja manchmal so Fabrikate, wo das eben so sein kann. Bei manchen barocken Blockflöten, also bei vielen, kann man ja das Fußstück abmachen und drehen, was natürlich toll ist, weil dann könnt ihr das individuell einstellen. Und es gibt aber welche, zum Beispiel bei dieser hier von Möck, Rottenburg ist das. Da geht es nicht, aber das ist so gut platziert, dass ich da noch bei keinem einzigen Schüler irgendein Problem hatte. Es gibt aber eben auch Fabrikate, da ist das schon ein Problem. Also wenn ihr das merkt im Vergleich, wenn ihr mehrere Blockflöten spielt und eine klingt eigentlich sehr schön und würde euch gefallen, aber das fühlt sich komisch an, irgendwie man kommt nicht so gut drauf mit den Fingern, würde ich leider auch abraten. Ja, das waren meine Tipps für heute zum Kauf einer Blockflöte. Die Liste ist wahrscheinlich nicht vollständig. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr noch Anregungen habt dazu, worauf man achten kann oder was ihr so macht, wenn ihr eine Blockflöte ausprobieren geht. Ja, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare oder schickt mir eine Mail und ich freue mich natürlich wieder über einen Daumen hoch und sage bis nächsten Freitag. Tschüss!